Rudi Völler ist ein Aushängeschild des deutschen Fußballs. Er wird überall frenetisch gefeiert, wenn er in Erscheinung tritt. Das hat er sich verdient. Er ist auch ein Sportler gewesen mit extrem viel Erfolgen und ist heute ein Funktionär mit großen Erfolgen, aber vor allem ein Mensch, der total normal geblieben ist, der sehr nahbar ist, der total herzlich ist zu allen Menschen, denen er begegnet. Und das spiegelt sich dann da wieder, dass alle Leute ihn auch gerne sehen und ihm gerne begegnen. Ich glaube, für den deutschen Fußball ein ganz wichtiger Schritt, dass er seinen Vertrag verlängert hat, dass er weiterhin Sportdirektor bleibt. Dazu kann ich den DFB natürlich nur gratulieren, aber auch Rudi. Ich glaube, auch ihm macht Spaß und sonst hätte er nicht verlängert. Und von dem her ja, ist es, glaube ich, ein gutes Signal an alle. Rudi hat ja muss seine Entscheidung für sich treffen in seinem Leben. Da schreibe ich mir nichts vor und genau das Gleiche macht er bei mir auch nicht. Ich glaube, jeder kann seinen Wunsch äußern und seine Meinung austauschen. Das haben wir auch getan. Rudi hat ja für sich entschieden zu verlängern, nicht weil ich ihm das gesagt habe, sondern was er gerne möchte. Das ist auch gut so. Ich glaube, jeder Mensch ist ein Stück weit auch für sich dann verantwortlich. Ich freue mich für den DFB und freue mich für den deutschen Fußball. Und alles andere wird man in den nächsten Wochen sehen.